Wenn ihr mit solchen Kunden zusammenarbeiten möchtet, wie geht ihr dann damit um, dass ihr ein Konzept ansetzt, wo ihr sagt, im Grunde, wir können in wenigen Stunden was ready haben? Müssen da auch die Kunden ein Umdenken bringen, wenn sie sagen, wir wollen unser Social Media ja up to date bringen, dann kommt halt Roger und sagt, hör zu, wenn du das willst und wenn du willst, dass das funktioniert, dann musst du den Kopf freimachen. Ich denke, es ist auch ein Trust-Business. Das heißt, wir müssen auch dem Kunden zuerst klar machen, hey, everything's fine, so, we got you, so, alles gut, wir kennen deine Ängste, wir kennen deine Sorgen, eben, Shitstorm, alle haben das Wort in ihrem Hinterkopf. Wir können dann aber auch sagen, hey, look, wir haben 144'000 Social Media Inhalte produziert in den letzten paar Jahren. Das Team, das ich hier jetzt aufbaue. Ich glaube, wir wissen, was wir machen. Wir haben über 500 Millionen Video-Views generiert auf Social Media. Wir wissen, was Social Media kann, die Wirklichkeit der Reichweite. Und das ist das Gute. Wir haben, ich sage immer, gute Social Media Manager haben selber auch schon einen Shitstorm ausgelöst. Das haben wir auch schon alle produziert. Das heisst, wir wissen auch ganz genau, was Gefahren sind. Und darum ist es ein Trust-Business. Weil wir können dem Kunden klar machen, hey, wenn wir den Content tagesaktuell in den Kontext platzieren, kann uns das passieren, aber die Chance ist viel kleiner. Ich nehme dann in so Fall immer das Beispiel, vor ein paar Wochen ist das passiert, einem deutschen Autohersteller ist das passiert, dass sie das Werbesuche lanciert hat und darauf ist gestanden, falls der Sommer noch nicht heiß genug war. Und sie haben damit das neue Modell angekündigt. Jetzt als Content-Piece mag das super sein, wo man es produziert hat. Das Problem ist nur im Kontext, am Tag vorher ist klar geworden, dass der Amazonas brennt und dass glaube, Greta Thunberg schon auf dem Weg in die USA für den Klimagipfel. Jetzt, man kann das an der Agentur nicht vorwerfen, die das gemacht hat. Weil ich habe den Kontext gar nicht geliefert, an dem Tag, wo es dann rauskommt. Aber im Kontext wird halt von der Firma, dem Unternehmen ist erwartet worden, dass sie das wissen. Und wenn man dem Kunden klar machen kann, hey, so Eventualitäten haben wir im Griff, weil wir das Social Listening betreiben, dann kommt der Trust mit der Zeit. Es ist ganz klar, dass es nicht von heute auf morgen passiert. Da sind wir genug lange in der Branche, um zu wissen, dass das so ist. Wir haben ja schon genug namhafte Unternehmen in der Vergangenheit zusammen geschafft, wo wir noch bei